Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot 1 auf der PlayStation 1. In der letzten Folge haben wir zum einen in dem Level Native Fortress mithilfe des roten Edelsteines alle Kisten holen können. Und dann haben wir noch das Level, das muss ich nochmal gucken, Rolling Stones gemacht. Da haben wir ja den blauen Edelstein benötigt, da haben wir auch alle Kisten geholt. Und hier in Cortex Power braucht man auch den blauen Edelstein und deswegen würde ich sagen, geht's mal los jetzt hier. Holen wir uns mal alle Kisten. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ja, das kennen wir schon. Können wir überspringen. Aber das Level hat ja mehrere Wege irgendwie, ne? Da muss man natürlich dann die richtigen Wege einschlagen. Ich habe noch aus der letzten Session meine Doppelmaske. Und die möchte ich eigentlich auch nicht verdaddeln hier. Weil die eigentlich ziemlich nützlich sein kann hier. Jetzt sogar eine Supermaske. Da sind wir dann hier im Paradies. So, wo muss ich jetzt lang? Ist die Frage, links oder rechts? Hier lang. Ein bisschen aufräumen hier schon mal. War das jetzt richtig? Das Gefühl, das war nicht ganz richtig, wie ich das gemacht habe. Ich hätte rechts lang gehen müssen, oder? Ich kann ja nochmal zurück. Hoffentlich. Ich habe auf jeden Fall diesen einen Gegner hier aus dem Weg geräumt. Und ich habe noch beide Masken. Was extrem nice ist, wenn ich die jetzt so behalten kann. Ja, tatsächlich. Wunderschön. Es wäre schön, wenn ich hier alle Kisten holen könnte. Checkpoint. Bringt uns, wie gesagt, nichts. Das wäre ja ein Level, wo man auch noch zurücklaufen könnte, aber links oder rechts? Ich weiß es nicht. Kann ich die einfach mal ein bisschen ausschalten, hier, die Gegner? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Links oder rechts? Da ist es! Ey, ich hab doch die Supermaske! Komm! Ja, kann ich vergessen. Nochmal neu starten. Ist halt die Frage. Ich kenne mich halt in dem Level nicht aus. Ich weiß nicht, welche Richtung ich einschlagen muss. Welche der beste Weg ist. Den jetzt Speedrunner zum Beispiel jetzt nehmen würden. Ich habe keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Und meine Masken sind weg, ja, GG. Immerhin gibt's ja eine. Aber es wird jetzt nicht ganz... Und da ist sie weg. GG! Ja, egal. Passt schon. Oh, Brutzelarm! Wer hat Bock auf Grillfleisch? Und heute gibt's Beutelducks. Naja. Okay. So, diesmal gehe ich rechts rum. Keine Ahnung, ob das besser ist. Ich gehe erstmal rechts. Mir eigentlich völlig... Egal, da hat er mich wieder erwischt. Oder hat er mich eben überhaupt erwischt? Ich weiß nicht. Eigentlich auch völlig Latex. Plan. Rechts, links, ich bin total verwirrt hier. Es gibt so viele Wege. Hier ist wieder so ein Typ. Ja, so ein Pinstripe Junior ist das. Ich warte jetzt, ich gucke euch beim Explodieren zu. Ja, alles kaputt. Ich habe gelernt aus Rolling Stones aus der letzten Folge. So. Soll ich erstmal den Checkpoint holen oder? Eigentlich scheißegal, ne? Dann ist er zumindest schon mal aus dem Weg geräumt und dann kann ich da nicht runterfallen. Okay. Maske behalten, das war wichtig. Muss ich jetzt hier noch weiter zurück? Ja, ne? Ich glaube schon, hier kommt noch was, oder? Ha, hallo! Was sind hier keine Kisten in dem Bereich? Nein!
Es ist auch egal. Komm. Hier sind keine. Ach, blöd, jetzt bin ich voll umsonst hier. Welcher Weg ist jetzt sicherer? Eigentlich der hier, ne? Auch wenn er brutaler aussieht. Aber es sind nur diese Rohre und jetzt gleich nochmal die anderen hier. Mehr ist das auch nicht. Ja, das geht. Okay, und jetzt diese Plattform hier erwischen. Oder ist da rechts auch noch was? Oh, ich bin total... Es ist... Schlimm ist das, aber da gibt es eine Maske da vorne. Da ist das Spiel mal großzügig. Spendiert eine Maske. Wow. Nein! Ach, die Maske ist weg. Nein! Oh. Müsste das reichen, wenn ich hier einmal den hier mache? Das reicht aus. Ich warte hier. Ich hoffe, es reicht. So. Bin etwas angespannt, weil das Level ist ja irgendwie schon ein bisschen länger durch diese ganzen Wege, die man hier gehen kann. Ja, ich bin drauf. Muss ich jetzt wieder zurück? Ich weiß doch gar nicht, was hier kommt. Ich weiß nicht mal, ob der hier... Ich mach's einfach. Oder war ich hier schon? Nee, war ich nicht. Weiter gucken. Was ist da denn hier? Oh, ich glaube nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es hier nicht, dass da nicht noch mehr ist. Sonst habe ich halt verkackt. Aber ich hoffe mal, dass es in Ordnung ist so. Okay. Yes. Ich hoffe bitte, lass das alle Kisten gewesen sein. Zumindest für diesen Bereich. Ich habe gerade ein paar Kisten ploppen gehört. Das ist wahrscheinlich dieser Bereich, wo das jetzt aktiviert wird, oder? Och Leute, was ist das denn? Stimmt, hier müssen wir jetzt richtig Ah nein, in die Suppe rein. Nein, oh, das ist auch ein richtig scheiße... Oh nee, ey. Das ist so eine richtig blöde Stelle. Das ist wie im ersten Level. Wie in Insanity Beach. Nur, dass man da halt eine Supermaske hat und einfach rüberläuft dann. Boah, ey. Das ist ein richtig Kack-Level für sowas. Boah, ey. Und das alles nochmal machen. Vielleicht kann ich ja die Maske ein bisschen besser behalten jetzt. Das wäre natürlich ein Traum jetzt. Dann würde man sich auch viel Ärger ersparen, wenn man einfach die Gewissheit hätte, dass man noch eine Maske hat. So, hier verliere ich jetzt keine Maske an dir. Okay, das geht doch. Jo. Hier auch die Maske behalten. Ich gehe erstmal rechts. Erstmal rechts. Kannst mich mal. So. Wir gucken wieder. Alle kaputt. So, rechts ist erledigt. Also nach rechts muss ich hier zumindest nicht mehr. Wir haben gesehen, alle Kisten kaputt. So, hier auch keine Maske verloren. Auch sehr schön. Und hier geht es jetzt quasi nach hinten wieder. Ich mache, glaube ich, erstmal den... Wow, da war ich eigentlich auch schon in der Suppe drin. Aber gut. Geht's hier einmal zurück. Geht's hier noch weiter zurück? Ja, hier muss ich auch nochmal zurück, glaube ich. Kann man noch diese eine Kiste da, ne? Kommen, glaube ich, auch nochmal Gegner, ne? Und hier kommt jetzt gleich dieser eine Dude.
Ja, der hier. Hier kommen, glaube ich, noch Kisten. Stimmt, das war der hier, der Bereich hier. Nein! Aber ich habe ja noch eine. Alles okay. Nee, eigentlich nicht. Hier ist nichts mehr. Hier, und hier komme ich ja her. Shit, das hätte ich mir sparen können. Ich habe eine Maske verschwendet, Leute. Richtig dumm sogar. Aber egal. Ist okay. Schlimm ist der Weg jetzt auch nicht. Okay, jetzt nach links, ne? Ja, stimmt. So, genau. Und jetzt bin ich quasi hier wieder. Jetzt geht's hier einmal zurück, aber nicht so weit zurück, sondern nur so bis zu der Edelsteinplattform. Und dann mit der fahren. Okay, weiß, fürs nächste Mal nicht noch weiter zurück, sondern einfach nur zur Edelsteinplattform. Wo es jetzt auch nochmal eine Maske gibt. Eine schöne Doppelmaske. Hm. Oh, scheiße. Verschwendet. Hä? Was zur Hölle? Warte mal kurz. Keine Maske mehr. Wieder genauso wie vorhin. Keine Maske haben. Tödlich in dem Level. Für mich jedenfalls. Okay. Da bin ich wieder. Da ging es ja rechts auch noch weiter. Ich glaube, hier kommt noch eine Kiste. Eine. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass es die einzige ist. Weil ich will nicht noch weiter zurück ohne Maske. Oh, es war auch immer so knapp an diesem Rohr, ne? Jetzt kommt gleich dieser eklige Sprung. Ihr habt es schon gehört wieder. Ihr habt es wieder ploppen gehört. So, das Decke hier, ne? Ja. Jetzt wird's eklig. Diese gesetzten Sprünge, ich hasse sie. Ja, komm, das ist jetzt hier. Yes, baby. Ich hab's. Und wenn ich jetzt keine Kiste vergessen habe, dann ist es dieses Level. Bitte lass da nicht noch weiter zurück irgendwelche Kisten da sein. Ja, perfekt. Yes, ey. Geil. Und das auch geschafft. Die nächste blaue Edelsteinplattform wäre in Jaws of Darkness, aber ich glaube, das Level kam noch gar nicht dran, ne? Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Gem bekommen. Sehr schön. 17 haben wir mittlerweile. Von 26. Das wird ja langsam. Ich glaube, bei Jaws of Darkness, genau, da ist auch ein Key. Also da gibt es die nächste Cortex-Challenge. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit den normalen Leveln und müssen nicht kein Backtracking gerade betreiben. Wir sind ja eh schon auf der dritten Insel hier. Generator Room, Toxic Waste, auch schon geschafft. Pinstripe haben wir schon besiegt. High Road, Slippery Climb und Lights Out. Und da kriegen wir den lilanen Edelstein laut meiner Liste, aber dafür brauchen wir den gelben Edelstein aus The Lab, was auch noch kommt. Also wir brauchen einen Edelstein, um einen Edelstein zu bekommen. Ich glaube, das gibt es auch nur einmal hier in Crash 1. Naja, Lights Out. Das können wir jetzt ganz normal durchspielen. So, ganz normal durchzocken. Einfach nur ganz normal durchkommen hier, ohne irgendwas, ohne den Fokus auf alle Kisten zu haben. Hört sich eigentlich leicht an, aber wir können das Level hier schon mal so ein bisschen erkunden. Natürlich das Problem, dass die Maske halt auch nur eine begrenzte Laufzeit hat und dann irgendwann geht sie halt aus und dann sieht man hier nichts mehr. Die gibt es ja in späteren Teilen auch, diese Level. Ja, tschüss. Aber ich habe einen Checkpoint, alles gut. Deswegen ist das hier auch alles halb so wild. Ja, ich kann nicht ruhig ein bisschen abkacken. Ich glaube, ich werde in dem Let's Play sowieso nie die 100 Leben erreichen. Oder 99 ist das Maximum. Aber die werde ich nicht schaffen.
Dafür bin ich einfach nicht gut genug. Und dafür habe ich einfach zu viele Aufnahmesessions gemacht. Okay, komm. Komm zu mir, Plattform. Nicht, dass uns der Akku-Akku jetzt hier gleich verlässt. Weil sein Akku-Akku alle ist dann, wenn ihr versteht, was ich meine. Es lässt es gleich schon nach. Leben. Oh, das nehme ich mit. Warum nicht? Irgendwelche... Oh, das ist natürlich jetzt nicht gut. Wenn die Maske verliert, dann wird es dunkel. Alter, das muss ja jetzt noch drin sein in dieser Folge. So. Bin ja froh, dass ich Cortex Power geschafft habe, ne? Vor allem zum Ende hin immer so, oh, ohne Maske, es ist immer, ah. Da fühlt man sich halt einfach auch nicht sicher und das auch zu Recht nicht. Weil es halt das auch einfach nicht ist. Es ist nicht sicher. Was war das denn? Ja, ich, ach, komm. Aber eigentlich nur eine Frage der Zeit, weil... Mit Checkpoints ist das Ganze ja auch ein bisschen lame, ne? Deswegen könnte ich auch nie ein Crash-Spiel spielen, ohne da irgendwie alles zu holen, weil das ist ja voll langweilig. Wenn du nur da die Level ganz normal durchspielst. Ich meine, wo ist denn da überhaupt der Reiz, das überhaupt zu spielen? Für mich gibt's den gar nicht dann. Das habe ich als Kind vielleicht gemacht, weil ich zu blöd war, mir die anderen Sachen zu holen, aber mittlerweile... Hä? Was? Irgendwie, ich habe die eigentlich gedrückt, also richtig tief reingedrückt, die Sprungtaste irgendwie. Lag das an dem Sprung an sich? Hm. Naja. Passt schon. So. Hm. Weiß ich nicht, was das gerade war, aber... Komisch auf jeden Fall. Ja! Aber das ist ja total entspannt. Gerade. Hä? What? Die habe ich auch eben besser hinbekommen, die Sprünge. Das gibt's ja gar nicht. Was ist da los? Hä? Achso, ich dachte, ich wäre daneben. Hä? Kann man da draufbleiben vielleicht? Ja, ich, was mache ich hier gerade? Ne. Kann ich da vielleicht... Ah, das ist, glaube ich, besser, wenn ich das so mache. Einmal kurz darauf landen, dann zum nächsten. Und dann... So, ist viel besser. Hab ich zwar eben auch nicht gemacht, aber... Zack, so ist es viel sicherer. Mal draufspringen. So, die Plattform... braucht ein bisschen, bis sie nachgibt. Weiß gar nicht, woran die befestigt ist. Wahrscheinlich an einem WLAN-Kabel oder so. Wer weiß. Hauptsache, die schweben in der Luft. Jetzt geht's ja jetzt auch noch brutal, ey. Ist ja unfassbar, was hier für Gefahren lauern. Ein Checkpoint wäre aber trotzdem nicht schlecht. Ich will das jetzt ungern noch einmal alles hier machen. Oder wisst ihr aber auch schon, also ein bisschen Zeit hat man ja, aber auch nicht so viel. Bis hier runterfällt. Und zack, Level ist geschafft. Hätten wir jetzt den gelben, dann könnten wir uns den lilanen schnappen, aber nö, ist nicht drin. So, Jaws of Darkness ist in der nächsten Folge dann dran, denn die Folge ist jetzt auch schon wieder am Ende angelangt. Das ist ein ganz besonderes Level, wie ich schon gesagt habe. Da kann man den Key bekommen, den zweiten, den wir auch unbedingt brauchen für die 100%. Und wir kriegen auch noch den... Ach nee, da kann man die blaue Edelsteinplattform drauf nutzen. Das heißt, da können wir dann auch gleich schon alles holen. Also es wird interessant in der nächsten Folge, ob ich das schaffe oder nicht. Das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Und bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.